Ja, liebe DJG-Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren, wie jedes Jahr Anfang des Jahres haben wir unseren traditionellen Jahresrückblick Japan und diesmal mit einem neuen Gesicht, mit Frau Susanne Schirok, die seit 1.9.2022 das Amt der Repräsentantin des Freistaats Bayern in Japan bei Dr. Geltinger übernommen hat. Liebe Susanne, vielleicht kannst du dich ganz kurz nochmal vorstellen, ein bisschen was zu deinem Hintergrund erzählen, zu deiner Historie, was du mit Japan bisher schon zu tun gehabt hast, privat und geschäftlich. Und dann wird man das Ganze heute so in Form eines Interviews gestalten. Super, ja, vielen Dank, lieber Hermann. Genau, meinen Namen habe ich schon öfter jetzt gehört. Sie auch, Susanne Schirok. Seit 1. September bin ich die Repräsentantin des Freistaats Bayern in Japan. Ich habe die Repräsentanz von Herrn Dr. Geltinger übernommen, den Sie alle offensichtlich sehr gut kennen. Er war ja 12 Jahre im Amt. Genau, zu meiner Person. Meine erste Berührung mit Japan hatte ich mit 13 Jahren. Das ist der Tätigkeit meines Vaters geschuldet. Da hat meine erste Urlaubsreise sozusagen nach Japan stattgefunden. Und dort habe ich mich so ein bisschen in Japan verliebt und habe dann eben beschlossen, BWL zu studieren und parallel mich der japanischen Sprache zu widmen. War nicht ganz so einfach, aber gut. Und in diesem Zusammenhang war ich eben das erste Mal länger in 2001 in Japan. Dann 2003 bis 2004 war ich hier in Tokio an der Waseda. Und 2006 bis 2007 war ich im ländlichen Raum Japans unterwegs und habe eben in Tochigi gearbeitet. Dann hatte ich einige Jahre, die ich jetzt in München war, nichts mehr mit Japan zu tun, ehrlich gesagt. Und es war aber immer schon so ein bisschen, diese Stelle hier schwebte immer schon über mir. Und dann gab es eben die Chance, diese Stelle anzutreten. Und das habe ich getan. Und freue mich sehr, dass das so gut geklappt hat. Vielen Dank. Ja, und das waren jetzt also die ersten 100 Tage schon, wo du in Amt und Würden bist, als bayerische Botschafterin für uns in Japan. Und wie war dein Eindruck in den ersten 100 Tagen? Gab es besondere Highlights schon? Gab es Herausforderungen, Überraschungen? Genau, wir hatten schon ehrlich gesagt sehr viel Besuch. Also die Bayern haben die Öffnung der Grenzen genutzt und sind praktisch eingefallen. Wir hatten die Amtschefin des Wirtschaftsministeriums schon zu Besuch. Wir hatten eine sehr große Landtagsdelegation hier vor Ort und wir haben die Stadt Nürnberg betreut. Aber wir hatten auch schon einige bayerische Unternehmen, die auf Messen waren und die habe ich dann eben auf den Messen treffen dürfen. Und es gab auch schon einzelne Unternehmen, die eben in Japan waren und mit denen ich auch sprechen durfte. Und zusammenfassend kann ich sagen, also es waren eigentlich ehrlich gesagt alles Highlights. Es war natürlich auch herausfordernd, weil ich ins kalte Wasser geworfen wurde und auch gleich mich sofort hier wieder in Tokio zurechtfinden musste und niemanden hatte, der mich da so ein bisschen an der Hand genommen hat. Ich durfte auch schon den Weihnachtsmarkt eröffnen, zum Beispiel in Sapporo, eben gerade im Jubiläumsjahr mit den 50 Jahren Partnerschaft zwischen Sapporo und München. Das waren alles sehr schöne Sachen und hat mir alles sehr viel Spaß gemacht. Aber natürlich herausfordernd ist es dann schon, wenn man mit Situationen konfrontiert wird, wo man eben eine große Gruppe betreuen muss, wo jeder so ein bisschen Befindlichkeiten hat, wo man dann versuchen muss, sich da diplomatisch zu bewegen. Aber im Grundsatz, toi, 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 hat alles bisher hoffentlich ganz gut geklappt. Wunderbar. Also ein Thema, das wir ja seit einem Jahr jetzt leider haben, ist der Krieg in der Ukraine, der auch viel verändert hat. Insbesondere kann man eben nicht mehr über Russland fliegen, was ich auch schon leidlich erleben durfte. Wie siehst du jetzt die Auswirkungen speziell auf die deutsch- oder bayerisch-japanischen Beziehungen, außer also nur Flugverkehr? Also ich denke, der Krieg hat natürlich Einfluss nicht nur auf die japanische Seite, sondern sicher auch auf die bayerische Seite. Es gibt unterschiedliche Probleme, die, glaube ich, auch für Deutschland so wie für Japan gleich sind. Diese Lieferkettenproblematik, die Energiepreise. Ich meine, wir spüren es alle am eigenen Leib. Die Preise gehen nach oben, was Ernährung und Nahrung angeht.
Ich denke aber, dass trotz alledem für die japanisch-bayerischen Beziehungen da eine Chance entstehen kann, oder ich hoffe, dass die schon am Entstehen ist, dass einfach Japan als verlässlicher Partner in Asien mehr in den Vordergrund rückt, beziehungsweise noch mehr in den Vordergrund rückt. Und ich habe das die letzten Monate eben des letzten Jahres schon gespürt, dass immer mehr Anfragen aus Bayern kommen, dass sich der Mittelstand Richtung Japan orientiert und einfach mittlerweile einfach mehr wissen möchte. Also es ist mehr Interesse da, weil man eben auch gerade auch mit der Problematik China so ein bisschen von China wegkommen möchte. Spannend ist aber trotz alledem, das habe ich gestern in einem interessanten Vortrag erfahren, dass offensichtlich Japan doch ein bisschen an den russischen Beziehungen noch festhält nach wie vor. Also die Investitionen in Sachalin 1 und 2 haben sie eben noch nicht zurückgezogen. Und die ein oder anderen japanischen Unternehmen in Russland haben sich auch entschieden, weiterhin in Russland und mit Russland Geschäfte zu machen. Trotz alledem denke ich, dass diese ganze Situation dazu beiträgt, dass die Beziehungen zwischen Bayern und Japan definitiv gestärkt werden und werden müssen. Ja, also ich sehe es auch so, gerade im Bereich Cybersecurity tut sich im Moment wahnsinnig viel mit Japan. Und da ist seit 10 Jahren von einer Wertepartnerschaft die Rede, und die wird jetzt tatsächlich jetzt aktuell wegen der ganzen Ransomware und Cyberangriffe aus Russland wird diese Wertepartnerschaft jetzt auch mit Leben erfüllt, dass man da extrem viel zusammenarbeitet. Ich weiß bloß, sind diverse Delegationsreisen jetzt auch von Berlin aus geplant nach Japan in diesem Jahr. Also schön, dass es da vorangeht. Aber wie du sagst, es gibt natürlich Sachen, die Japan anders macht. Ein Beispiel ist hier auch das Thema Corona, dessen sie ja leider immer noch begleitet. Was mir damals in Japan letztes Jahr, wie ich im Herbst drüben war, aufgefallen ist, die Leute haben immer noch Masken, während in Deutschland eigentlich, da bis auf Fernzüge oder so, ist eigentlich keine Maskenpflicht hier mehr bei uns in Bayern. Aber in Japan laufen eigentlich alle noch mit Maske rum, auch draußen auf der Straße, wenn kein Mensch weit und breit ist. Wie geht das noch weiter? Weil ich, soweit ich weiß, offiziell gibt es ja auch keine Maskenpflicht mehr, aber die Japaner haben trotzdem noch Masken. Genau, es ist so, ich habe auch meinen täglichen Begleiter. Es ist tatsächlich so, es gibt keine offizielle Maskenpflicht, gerade auch nicht, wenn man sich draußen mit genügend Abstand bewegt, und natürlich das Allerwichtigste für die Japaner, wenn man nicht spricht. Aber eine offizielle Maskenpflicht gibt es nicht. Es gibt auch keine Maskenpflicht eigentlich für Innenräume, wenn man genug Abstand voneinander hat. Trotz alledem muss man einfach sagen, ich glaube, das ist so eine Sache, die so ein bisschen aus der Vergangenheit gewachsen ist. Also in Japan, seitdem ich mit Japan zu tun habe, tragen die Leute in Japan Maske. Also als ich mit 13 in Japan war, haben die Leute Maske getragen. Da war das für uns total undenkbar. Und ich glaube, dass sich das über die Jahre so entwickelt hat, dass es einfach auch so ein bisschen eher toleriert wird als in Deutschland. Und man darf ja auch nicht vergessen, in Japan trägt man ja nicht nur wegen Corona Maske, sondern es gibt ja auch so ein paar andere Punkte. Klar, klassisch die Erkältung oder was man auch sieht in der Heuschnupfenzeit. Da wird eben verstärkt Maske getragen. Aber ich habe mir auch sagen lassen, dass die Damen, die sich morgens gerne die Zeit im Bad sparen, einfach dann auch der Einfachheit halber mal gerne eine Maske aufsetzen. Aber trotz alledem, angefangen hat es wohl laut meinen Quellen zur spanischen Grippe damals. Da wurden die Masken eben eingeführt. Und jetzt immer, wenn es irgendwelche größeren Krankheitsthemen gibt, Schweinegrippe und so weiter, dann sind die Masken eben wieder immer stärker in den Vordergrund gerückt. Und da haben wir jetzt, glaube ich, den Peak erreicht, was Corona angeht. Es soll sich eventuell was ändern, aber ich befürchte, dass, auch wenn es jetzt ein Gesetz gibt, das sagt, dass man in Innenräumen keine Masken mehr tragen muss, dass trotz alledem unterschiedliche Einrichtungen, gerade zum Beispiel Hotels, dass die trotzdem eben sagen, wir möchten nicht, dass im Hotel, in Innenräumen, wenn viele Leute zusammenkommen, dass da die Masken abgenommen werden. Einfach um sich und die Kunden und eben auch den Ruf des Hotels zu schützen. Aber es soll, man munkelt, ab Mai soll es eine Verbesserung geben, aber ich glaube, es scheitert nicht an den Vorgaben und den Regeln, es scheitert so ein bisschen an der Umsetzung der Bevölkerung. Wenn die Bevölkerung Maske tragen will, dann tragen sie Maske. Ich bin jetzt gespannt, wie es im Sommer wird, weil wenn es zu heiß wird,
wird sehr unangenehm. Ja, also wir wissen ja, in Japan, das mit den Masken gibt schon länger das Thema. Ich erinnere mich damals, wie ich in Japan gearbeitet habe, bin ich nach Deutschland zurückgekommen mit einer Erkältung und habe dann in der U-Bahn eine Maske aufgehabt, vor 15 Jahren oder so. Da haben mich alle angeschaut wie ein Außerirdischen, weil keiner wusste, dachte, er ist irgendwie hochinfektiös. Da wusste keiner, was sowas genau in Deutschland ist. Das hat sich bei uns halt auch verändert. Gibt es vielleicht irgendwelche Sachen, die sich in deinen Augen verändert haben im Vergleich zu 2007, wo du länger in Japan warst? Was hat sich gerade so in den letzten Jahren jetzt getan? Gerade wenn man frisch rüberkommt, denkt man, hat man wieder einen frischen Blick auf die Situation. Genau, und den muss ich sagen, hatte ich. Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass die Leute auch in den Bahnen, in den Straßen, in den Restaurants viel entspannter geworden sind. Und auch, dass so ein bisschen dieser allgemeine Druck, den man ja aus Japan kennt, dass der sich so ein bisschen reduziert hat. Und was mich persönlich freut, ich habe sehr, sehr viele Papis mit ihren Kindern gesehen. Das muss ich sagen, das war damals, als ich in Japan war, undenkbar. Also an den Wochenenden, wenn ich Ausflüge gemacht habe, nur Muttis mit Freundinnen und alle hatten ihre Kinder dabei, da waren keine Papas. Und wenn ein Papa da war, dann war die ganze Familie unterwegs. Aber ich sehe zum Beispiel hier ganz viele Papas, die mit ihren E-Bikes rumfahren, vorne ein Kind, hinten ein Kind und auch die Papas, die mit den Kindern viele schöne Ausflüge machen. Das finde ich sehr schön. Und für die Frauen freut es mich, dass ich kaum noch High Heels sehe. Also früher war ja hier, je hochhackiger, desto besser und je kürzer das Röckchen. Muss ich sagen, für mich persönlich habe ich das Gefühl, es hat sich verändert. Ich sehe sehr viele flache Schuhe und auch nicht mehr so viele gebleichte Haare. Es ist alles schon so ein bisschen gediegener geworden. Trotz alledem muss ich sagen, also und genau, was sich natürlich verändert, wie man hier aus meinem Büro direkt sehen kann, das Stadtbild, das verändert sich unheimlich schnell. Wo ich mir ein bisschen mehr Veränderung gewünscht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre zum einen gewesen in der Flexibilität der Japaner. Also das ist leider so in den Themen, wo ich so Berührung hatte mit Japanern bisher, gerade auch im privaten Bereich, keine Ahnung, sei es Anmietung von Wohnungen, Versicherungen, Kauf von Möbel und so weiter. Da hätte ich mir teilweise ein bisschen mehr Flexibilität gewünscht. Aber gut, vielleicht habe ich nur die richtigen Leute noch nicht kennengelernt. Und was ich tatsächlich auch sagen muss, gerade für internationale Unternehmen und auch für Freunde, Bekannte, ist es natürlich sehr schade, dass sich die englische Sprache leider immer noch nicht wirklich durchsetzt. Und das wirklich teilweise schwierig ist für Leute, die kein Japanisch können, Dinge zu erledigen. Also natürlich, klar, einkaufen, Restaurant und so weiter, das ist sicher kein Thema. Aber Automieten kann dann schon mal eine Herausforderung sein, wenn man kein Japanisch kann. Ich meine, oder erzähl mir du, wie sind deine Erfahrungen? Ja. Ich meine, klar, du sprichst Japanisch, aber du bist wahrscheinlich in den letzten Jahren öfter hier gewesen. Ja, manche sagen, gehen auf Japanisch natürlich einfacher. Und ich sehe es auch so vom japanischen Schulsystem und Bildungssystem, dass man da vielleicht auch noch was tun könnte. Natürlich, Japan als ein Inselland hat nicht so viele Nachbarn, hat einfach nicht so viel Interaktion. Man muss in den Flieger einsteigen, wenn man irgendwo im Ausland jemanden treffen möchte. Bei uns von Bayern, man fährt am Wochenende mal nach Italien. Man ist einfach sehr international hier im Herzen von Europa. Und das ist natürlich auch, sagen wir, den geografischen Randbedingungen geschuldet. Ich stelle allerdings fest, durch Corona, durch die ganzen Online-Konferenzen, werden viele Japaner in Unternehmen ein bisschen rausgelockt und werden da auch ein bisschen gezwungen, dass sie Englisch sprechen müssen. Also ich denke, es hat sich schon ein bisschen verändert. Der Punkt ist eigentlich nur das, dass wenn man eine andere Sprache spricht, dass man dann nicht unbedingt zum Amerikaner wird oder zum Schauspieler wird, sondern dass man halt trotzdem noch so seine eigene Meinung ausdrücken kann. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, wenn dann die Japaner so versuchen, so auf Amerikanisch zu machen. Da ist es mir persönlich dann lieber, wirklich auf Japanisch zu reden, weil da hat man mit dem echten Menschen was zu tun. Und nicht mit dem Schauspieler, der dann plötzlich seinen auf American macht. Also hat alles Vor- und Nachteile. Ich sehe es gerade zum Thema Homeoffice. Da hat sich auch vieles verändert in Japan, dass man nicht auf Teufel komm raus bis spät einfach im Büro hockt, nur um die Stunden zusammenzukriegen. Ich denke, da haben wir auch positive Veränderungen von der Arbeitsmentalität her.
Was mir ein bisschen interessieren würde, wie ist eigentlich die Wahrnehmung von Deutschland oder Bayern aktuell? Von der Wirtschaft her oder auch als Urlaubsland, natürlich Bayern hat viele tolle Urlaubsregionen, wobei es langsam wieder mit Tourismus loslegen könnten, aber ich habe es neulich wieder erst gelesen, dass asiatische Touristen und auch japanische Touristen sich noch ein bisschen zurückhalten. Wie ist das der Stand der Dinge oder wie ist die Stimmung da in Japan? Also ich stelle immer wieder fest, auch an so kleinen Sachen, die man in den Straßen sieht und so, dass Deutschland ist ehrlich gesagt überall präsent und ein Thema. Also erstaunlicherweise sogar, ohne dass ich es wusste, in dem eigenen Haus, wo ich wohne, also das ist eine Wohnung in einem Haus, da bin ich eines Tages im Dezember bin ich aus meiner Wohnung rausgekommen und da hing an der Haustüre hing ein Adventskalender und ein Weihnachtskranz. Also die sind schon sehr, sehr deutschlandaffin, immer noch. Und ich glaube, das hat sich auch nicht geändert. Und dieses Qualitätsthema Made in Germany ist nach wie vor relevant. Und viele wollen auch wirklich, also wenn sie nach Europa wollen, wollen sie gezielt nach Deutschland. Aber natürlich, klar, die Nähe zur Ukraine, Europa und so weiter ist natürlich im Moment ein bisschen schwierig. Und die Bayern nach Japan zu holen, ist ab und zu auch ein bisschen schwierig, weil weil man in Deutschland wohl noch ein bisschen Angst hat, dass Japan wieder die Grenzen dicht macht, nachdem jetzt ja so ein bisschen die Zahlen von Corona hochgegangen sind und nachdem jetzt ja in Kürze auch Corona zur Grippe erklärt werden soll. Aber nach wie vor ist Deutschland ein verlässlicher Partner, der sehr wichtig ist für Japan. Und andersrum definitiv auch. Ja, jetzt hat es ja heuer im Herbst eine Niederlage gegeben für Deutschland beim Fußball gegen Japan. Ich war an dem Tag auch in Tokio, habe es auch dort miterlebt. Wie wird da in Japan drüber gesprochen? Also ich höre verschiedene Stimmen von Fußballfans oder von allgemeinen Leuten, die aus dem japanischen Umfeld das eher sportlich sehen, aber natürlich haben wir in Katar auch noch andere Diskussionen gehabt, wegen Menschenrechten etc. Wie ist die ganze Fußball-WM und speziell jetzt das Spiel Deutschland-Japan so aufgenommen worden? Also vor dem Spiel waren sie sehr aufgeregt. Und sie haben alle zu mir gesagt, oh bitte Deutschland, seid doch gnädig mit uns. Und jetzt lasst uns doch unentschieden spielen. Ihr müsst ja nicht gewinnen, aber bitte seid doch gut zu uns. Und wir haben Respekt vor euch und wir haben Angst, dass wir wegen euch rausfliegen. Gut. Und dann war es eben andersrum und dann haben sie sich bei mir entschuldigt. Aber ich muss tatsächlich sagen, in dieser japanischen Manier haben sie gar nicht über den Austragungsort groß gesprochen, muss ich sagen. Aber ich habe jetzt auch hier tatsächlich, weil ich es persönlich auch boykottiert habe, aber hier auch keinen so sehr großen Hype feststellen können. Also sie waren natürlich am Anfang sehr euphorisch und eben dann auch durch den Sieg. Aber nachdem sie ja dann relativ zeitnah auch ausgeschieden sind, war dann nicht mehr so das Interesse groß, ehrlich gesagt. Ja, so. Ja. Also ich denke halt, wir in Deutschland, Bayern können manchmal auch uns ein bisschen von der Bescheidenheit der Japaner eine Scheibe abschneiden. Weil oft ist es halt einfacher, wenn man mal ein bisschen bescheidener an Sachen rangeht und nicht mit der gewissen Überheblichkeit, gerade beim Fußball natürlich. Genau. Als FC Bayern-Fan ist man natürlich verwöhnt von Siegen und so weiter. Da kann schon mal passieren, dass man da gern ein bisschen übermütig wird. Eine andere Sache, die hier in den Medien extrem positiv aufgefallen ist, war das Thema japanische Fußballfans, die im Stadion einfach aufräumen, die den Müll sammeln und aufräumen. Ja. Und das würde mich mal interessieren, ob das in Japan auch so in den Medien gezeigt worden ist oder wie das wohl behauptet als Thema. Nee, es kam nur auf LinkedIn, wurde dann von Japanern also es hat jemand gepostet auf LinkedIn und die Japaner haben gesagt, und, was ist da jetzt besonders? Also für die Japaner scheint es sehr normal zu sein. Ja, das ist wirklich wunderbar. Ja. Also ich habe schon spaßeshalber gesagt, wenn sie im Stadion fertig sind, können sie gerne bei uns im Büro vorbeikommen, da gibt es dann auch noch die Genau. Ja, nee, aber das scheint also dann so ein Gang und Gäbe zu sein.
Ja, dass man den Müll mit nach Hause nimmt, das ist immer noch, Ja, das hat nein, sich über die das Jahre auch ist, nicht verändert. das ist wirklich, ich denke halt Ja. auch, das ist eine Erziehungssache und nachdem ich auch in der Bahnfirma gearbeitet habe, ich kenne das, man hat in der Firma, hat jeder immer aufräumen müssen und putzen müssen am Abend und das ist ja ganz normaler Zug, da hat auch keiner was gesagt. Ja. Das geht ja in den Schulen Das so ist schon. los. Also die Schüler müssen ja dann immer irgendwie die Gänge schrubben und die Küche putzen und so weiter und werden da schon früh damit konfrontiert. Was ich schön finde und das kommt sicher in Deutschland auch etwas zu kurz. Ja, jetzt vielleicht noch zum Schluss die Frage, was ist der Ausblick jetzt für 2023 oder jetzt im Prinzip für deine Amtszeit? Was hast du dir für Sachen vorgenommen? Was ist so am Horizont für das Jahr? Und welche Veranstaltungen könnte man sich in München oder in Tokio mal schon mal notieren für dieses Jahr? Genau, also so konkret ist es tatsächlich noch nicht, weil wir jetzt gerade, wir hatten eine Reise vom Staatsminister Aiwanger geplant, die wurde jetzt leider abgesagt. Es wird jetzt im Jahr 2023 keine Reise stattfinden. Im Moment sind einige Parteien in München noch damit beschäftigt, zu schauen, wer zu welchen Messen kommt. Also wir haben ja die BioJapan, da gab es seit vielen Jahren sehr guten Austausch. Da wird jemand da sein, aber wer weiß man noch nicht. Und die Nanotech, da wird es dieses Mal leider keine bayerische Beteiligung geben. Und wir planen eine Unternehmerreise im Herbst und zwar zum Thema Smart Energy. Da sind wir jetzt gerade dabei, das Programm zu erstellen. Also dass eben bayerische Unternehmer aus dem Renewable Energy Bereich, Wasserstoff und so weiter, dass die eben nach Japan kommen und ein, zwei Tage die Messe besuchen und dann eben noch andere Regionen in Japan kennenlernen. Dann gibt es eine Mechatronikmesse, wo eine Beteiligung geplant ist. Und ich werde natürlich die ganzen Netzwerke, die mein Vorgänger betreut hat und aufgebaut hat, das werde ich natürlich alles weiter betreuen und weiter pflegen. Und wir haben eine sehr gute, enge Zusammenarbeit mit Saitama. Da gab es jetzt auch eben schon ein Event letzte Woche. Und da wird es auch regelmäßig sicher Events in dem Bereich geben. Aber sonst, ja, also wir werden sicher kleine Events machen, aber wir werden das dann sicher an irgendwelche Messen andocken, um das ein bisschen etwas gehaltvoller zu machen und ein bisschen spezifischer, weil eben auch durch die neue Strategie von Invest in Bavaria in München wird sich das alles hier nochmal ein bisschen verdichten. Und genau, und was ich ein bisschen anders machen werde als der Christian, beziehungsweise was ich mehr machen werde, ich werde definitiv mehr bayerische Unternehmen dabei unterstützen, wenn es darum geht, in den Markt einzutreten in Japan. Und wir sind auch konkret schon mit einem Unternehmen in Kontakt. Die haben wirklich aktiv entschieden, sie wollen nach Tokio kommen. Und das finde ich schon mal einen ganz schönen Start. Und wir hoffen, dass es so weitergeht. Ja, das ist schon mal sehr gut. Also es ist halt so, dass viele Unternehmen, die nach Japan gehen wollen, da ziemlich langen Atem brauchen. Natürlich, weil es nicht so einfach ist, in den japanischen Markt reinzukommen, weil viele Sachen anders sind. Aber ich denke auch, Japan ist doch ein relativ unternehmerfreundliches Land. Gerade was die Komplexität des japanischen Steuerrechts betrifft, ist es im Vergleich zu Deutschland halt dann manchen Stellen doch ein bisschen einfacher. Aber natürlich mal die Sprachbarriere. Oder wo siehst du jetzt konkret die Hürden für bayerische Unternehmen, die in Japan erfolgreich sein wollen, und wie könnte man da unterstützen? Also die Hürden sind sicher nicht nur für bayerische Unternehmen da, natürlich klar die Sprache. Aber ich denke, wenn man wirklich als Unternehmen ein sehr gutes Produkt anbieten kann, dann findet man auch geeignete Mitarbeiter, die die Sprache sprechen oder halt eben Englisch in dem Fall sprechen. Herausforderung ist, gilt leider auch für Deutschland, ist natürlich nach wie vor die Bankkonten. Das ist tatsächlich ein Problem. Und wie gesagt, dann eben ausreichend Mitarbeiter zu finden. Also ich denke, die Probleme sind deckungsgleich mit Deutschland. Also es gibt jetzt da ehrlich gesagt nicht unbedingt große Unterschiede. Ja. Und gibt es vielleicht noch irgendwelche Themen, die du einfach den normalen Mitgliedern der Deutsch-Japanischen Gesellschaft in Bayern noch mitgeben könntest? Ich glaube, wir blenden am Ende dann noch eine Kontaktadresse ein.
Aber ich denke so, was Reisetipps betrifft oder irgendwie kulturellen Aspekte, wenn du da vielleicht irgendeine kleine Ansprache hättest oder ein paar Worte an die, einmal Geot Reisetipps ist immer mitgeben. Ja, gerne. ja, Genau, ich bin jetzt gerade über Weihnachten ein bisschen mit dem Auto rumgereist. Was ich äußerst empfehlen kann, ist natürlich selbstverständlich die Stadt Kanazawa. Für die, die sie noch nicht kennen, die befindet sich im Westen Japans und beheimatet einen der drei schönsten, größten, berühmtesten japanischen Gärten Japans. Ich war aber auch in Nagano in einem kleinen Skigebiet. Es war auch sehr gemütlich und war ein wunderschönes Hotel. Also das kann man immer machen. Und tatsächlich ist Autofahren in Japan auch nicht so kompliziert, wenn man dann mal aus so großen Städten wie Tokio raus ist. Und ja, ist auch wirklich bezahlbar und hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. soweit ich weiß, gilt der deutsche internationale Führerschein zwar nicht direkt in Japan, aber man kann sich beim ADAC oder beim Generalkonsulat eine Problemlos. Übersetzung anfertigen lassen, gell? So Ja. ist es ja. Genau. Das geht sogar beim ADAC auf Knopfdruck. Ja, ah, wunderbar. Das ist neu, ja. Genau, Ja, habe ich da schon gibt's nicht einen ausprobiert, aber. Automaten, da kann man das auswählen. Das ist total problemlos. Genau. Genau. Also Ja, empfiehlt sehr sich gut. wirklich. Es war wirklich, wirklich problemlos. Ja. Genau. Gut, ja, Auto und Mobil ist natürlich auch ein Riesenthema. Ich denke, bayerische Ja. Autos sind in Japan auch sehr beliebt nach wie vor. Hoffen wir. Ich war in einem Automobilmuseum und habe die Statistik gesehen. Leider sind die bayerischen Kfz nicht an Nummer 1, sondern leider der Mercedes, aber dicht gefolgt vom BMW und was kommt dann? Ich glaube, dann kommt Volkswagen und dann kommt aber auch schon Audi. Aber Genau. Elektro ist noch nicht so en vogue in Japan, wie ich es Das mitgekriegt habe. Problem Die, ist genau, ja, die Infrastruktur. Das ja, Problem, genau, die genau. Ladeinfrastruktur, ja. Ja. Also ein Thema, das mir persönlich am Herzen liegt, da rufe ich auf, falls jemand Ideen hat, Unternehmen kennt, Forschungseinrichtungen kennt, eine Alternative zu Plastik. Weil mich schockiert immer wieder, wenn ich vom Einkaufen nach Hause komme, wie viel Müll ein Ein-Personen-Haushalt für eine kleine Tüte Lebensmittel dann doch produziert. Und biologisch abbaubares Plastik fände ich eine super Idee. Da würde ich dann auch beim Markteintritt nach Japan intensivst unterstützen, wenn jemand da super gute Vorschläge hat. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Dann haben wir gleich einen Aufruf an die Unternehmen, in Japan geschäftlich tätig zu sein. Liebe Susanne, herzlichen Dank für das Interview. War wirklich sehr schön, dass wir jetzt mal diesen Übergang so schön hinbekommen haben. Und ich freue mich schon wieder, wenn wir uns in München oder in Tokio sehen. Vielen Vielen Dank Dank. Ihnen fürs Zuhören. Schreiben Sie gerne in die Kommentare was rein. Kommen Sie vorbei. Und kommen Sie in Tokio vorbei. Genau. Also dann, vielen Gibt Dank. immer gutes, kaltes Und bis Bier im bald. Kühlschrank. Komme ich auch bald Danke, vorbei. Also, ciao. danke nochmal. Ciao, Ja, ciao. genau. Ciao.